morgen, Familie Vogel, aufstehen. Ja, noch 5 Minuten, ich will noch nicht in die Kita. 5 Minuten. Herr Vogel, stehen Sie bitte auf. Sie haben noch 2 Stunden Zeit bis zum Flug. Also langsam sollten Sie sich fertig machen. Noch fünf Minuten. Ich muss doch heute nicht arbeiten. Oh Mann, die wollen anscheinend nicht wach werden. Frau Vogel, könnten Sie sich vielleicht darum kümmern? Hallo, Frau Vogel. Guten Morgen. Na, ich bin wach. Wir sind ja hier am Flughafen. Ich bin schon wach. Ach, sehr gut. Also, Herr Vogel, ich nehme die Koffer mit. Die geben wir schon für Sie auf und ein kleines Frühstück habe ich Ihnen auch dahingestellt. Sie müssen dann nur noch zum Terminal kommen. Alles klar. Kriegen wir hin. Oh Mann, es ist ja noch dunkel draußen. Ja, wir kommen dann gleich. Also, wie gesagt, wir kümmern uns um die Koffer. Es wird alles ins Flugzeug geladen. Sie müssen nur bis zum Terminal gehen. Die Koffer sind dann schon im Flugzeug drin. Also, wir möchten uns auch nochmal für dieses Chaos entschuldigen. Sie werden hoffentlich trotzdem einen schönen Urlaub haben. Oh, das glaube ich auch. Julian, hey, Leute, aufstehen! Martin, warum weckst du mich denn mitten in der Nacht? Es ist noch total früh. Ach ja, wir sind hier am Flughafen. Hey, Leute, aufstehen, es geht in den Urlaub. Oh, super, ich dachte, ich hätte es nur geträumt. Oh, ich will unbedingt jetzt in den Urlaub. Papa, jemand hat unsere Koffer geklaut. Och nein. Martin, Papa! Unsere Koffer sind wirklich weg? Leute, ganz ruhig. Wo sind die denn hin? Leute, ganz ruhig. Ihr habt das alles gar nicht mitbekommen. Ich weiß, die wurden schon abgeholt. Alles gut, die werden für uns dahin gebracht. Kein Stress, es ist alles gut. So, wir sollten uns jetzt langsam Richtung Terminal bewegen. Wo ist denn hier Abflug? Ah, kommt mit! So, und wir können auch noch was frühstücken, hat sie gesagt. Und dann können wir eigentlich direkt zum Flugzeug. Ach, das wird ja richtig entspannend heute. Ach, guten Morgen, Familie Vogel. Morgen. Haben Sie gut geschlafen? Ja. Ihre Gepäckstücke müssen ja nicht mehr hier eingecheckt werden. Sie können direkt zum Boarding. Zum was? Zum Boarding? Ich muss jetzt erstmal auf Klo. Ich war noch heute gar nicht auf Toilette, aber wo ist denn hier überhaupt ein Klo am Flughafen? Ich komme gleich wieder. Also soweit ist jetzt alles in Ordnung. Hier haben Sie Ihre Plätze. 6E, 6F, 6C, die komplette Reihe. Alles für Sie. Kann ich bitte am Fenster sitzen? Bitte, ich möchte rausgucken. Ja, also wenn Julian nichts dagegen hat. Julian? Nö, der hat anscheinend nichts dagegen, alles klar. Oh, ist das unser Flugzeug, mit dem wir fliegen? Das ist ja riesengroß. Oh, wie viele Menschen da wohl reinpassen? 5000 oder noch mehr? So, Leute, endlich kann der Urlaub beginnen. Wir müssen jetzt nur noch durch diese letzte Kontrolle und dann sind wir im Flugzeug. Auf geht's, Familie Vogel vor. Julian, kommst du dann auch mal bitte jetzt? Julian, hey. Julian, kommst du jetzt bitte? Flugzeuge kannst du auch noch später gucken. Wir müssen jetzt wirklich los. Ah, wenn das nicht Familie Vogel ist. Also ich habe gehört, sie hatten hier schon wieder so ein bisschen Chaos hier am Flughafen. Stimmt das? Ja, haben sie wahrscheinlich schon mitbekommen. Fragen sie gar nicht. Wir wollen jetzt einfach nur noch in Urlaub. Das kann ich verstehen. Julian, könntest du dich jetzt bitte hier anstellen? Wir müssen sofort ins Flugzeug. Wo warst du denn die ganze Zeit? Julian, Papa hat gesagt, ich darf am Fenster sitzen. Hast du ja nichts dagegen, oder? Ja, sag's nicht. Also, ich sitze am Fenster. Welcome on board to play, Greta. So, endlich. Claudia, Schatz, Kinder, der Urlaub kann jetzt endlich beginnen. Das wird sowas von toll. Sonne, das Meer, also das wird toll. Ich freue mich immer, wenn ich in Flugzeugen bin. Emma, du auch, oder? Sind alle an Bord? Toll. Ich bin an Bord und ich habe einen Fensterplatz, aber irgendwie alle anderen auch. Also Julian hat auch seinen Fensterplatz bekommen. Also Julian ist heute irgendwie sehr, sehr still. So kenne ich ihn gar nicht. Alles in Ordnung bei dir, Julian? Hast du vielleicht Flugangst? Du, Mama, ich muss auf Klo, glaube ich. Ich muss richtig auf Klo. Ja, haben die denn hier überhaupt eine Toilette? Julian? Du bist ja gar nicht Julian. Ich dachte die ganze Zeit, du wärst mein Sohn. Wo ist denn der richtige Julian überhaupt? Ach, Mama, beruhig dich doch. Dann fliegen wir halt ohne Julian in den Urlaub. Dann ist es ein bisschen entspannter. Das können wir nicht machen. Wo ist Julian? Wie jetzt? Stopp. Wir dürfen nicht starten. Mein Sohn ist nicht an Bord. Hey! Also, Julian ist bestimmt irgendwo hier. Draußen ist er nämlich nicht. Wir können losfahren, fliegen. Oh, da hinten gibt es irgendein Problem. Ich weiß aber nicht, welches. Oh, ein Mann ruft die ganze Zeit, dass noch jemand fehlt. Wir dürfen also nicht starten, hallo! Ich glaube, wir müssen Start abbrechen. Stopp. Ich vermisse meinen Sohn Julian. Hat ihn jemand gesehen? Ungefähr so groß, rote Haare. Sieht im Prinzip aus wie dieser Junge, aber das ist er nicht. Oh Mann, dieses Flugzeug ist ganz schön gemütlich, aber warum bin ich denn hier alleine und wo ist denn der Pilot? Hallo! Ich sehe auch keine anderen Menschen draußen. Das ist ja komisch. Oh, vielleicht bin ich ins falsche Flugzeug gestiegen. Es war auch keiner da. Flight Control. Start abbrechen. Wir haben hier ein Problem. Ein Kind wird vermisst. Och Mann, Mama, Papa, Emma, Anna, wo bleibt ihr denn? Och Mann, wo sind die denn bloß? Also, das ist doch wirklich nicht zu fassen. Man kann doch nicht auf dem Flughafen sein Kind verlieren. Da müssen doch auch die Sicherheitskräfte für sorgen. Julian! Ach, so ein Urlaub ohne Julian, das wäre wirklich mal ein richtiger Urlaub. Entspannung!
Frau Vogel, Sie haben Ihr Kind verloren, nicht wir. Aber davon abgesehen, beruhigen Sie sich. Wir haben den Kleinen schon gefunden. Na, ihr? Wolltet ihr ohne mich in die Ferien? Hä? Hä? Julian, da bist du ja. Ich hab mir total die Sorgen gemacht. Wieso denn? Wo warst du denn überhaupt? Also Julian, Emma und ich, wir haben uns keine Angst, hatten keine Angst und hatten auch keine Sorgen um dich. Du hättest einfach irgendwo anders hinfliegen können. Das hätten wir gut gefunden. Kinder, können wir jetzt einmal bitte damit aufhören? Julian, wo warst du nur? Also, ich kriege zu viel. Also der junge Mann hat sich an den Kontrollen vorbeigeschlichen und ist in ein leeres Flugzeug gestiegen. Wie er das geschafft hat, das ist mir echt ein Rätsel. Ja, ich war auf Klo und dann habe ich mich verirrt und ich dachte, ich habe euch gesehen, aber da war dann keiner und dann bin ich einfach vorbeigegangen und bin in ein falsches Flugzeug gestiegen. Entschuldigung, das wollte ich halt nicht. Warte mal, du bist alleine in ein falsches Flugzeug gestiegen. Okay, was ist das für ein Flughafen bitte? Also jetzt dürfen wir auf jeden Fall keine Zeit mehr verlieren. Wir wollen doch schließlich in den Urlaub. Los, 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 ja. los, los!